Ich stehe hier vor dem Bahnhof in Lemberg, Westukraine. Es sind tausende Menschen hier. Das ist das Sammelzentrum für jene, die die Flucht aus dem Osten, aus Kiew, aus Kharkiv, aus Mariupol hier nach Lemberg geschafft haben. Wir haben hier an die 20 Zelte vom Roten Kreuz. Die Menschen werden hier einigermaßen betreut. Das System ist geordnet auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Man sieht natürlich die Panik der Leute, die sich gerade aus Lebensgefahr gerettet haben. Wir gehen jetzt durch das Camp in Richtung Bahnhof. Es kommen jede Stunde Züge an. Sie kommen aus Kiew, sie kommen aus anderen Landesteilen. Ständig werden hier Hunderte, wenn nicht gar Tausende Menschen abgefertigt. Und die meisten wissen gar nicht, wohin. Die Flüchtlingszentralen, die Camps, von denen wir im Westen immer hören, die sind erst im Entstehen. Die Leute haben meistens nichts. Sie haben eingepackt vielleicht für ein, zwei Wochen. Aber jetzt kristallisiert sich heraus, das wird länger dauern. Die Leute müssen vielleicht über Wochen, wenn nicht gar über Monate betreut werden. Wir sehen hier Notküchen, Notrationen, die ausgegeben werden. Es ist schon extrem beklemmend, was dieser Krieg wirklich hier anrichtet und vor allem, welche Tragödien ausgelöst werden. Denn die meisten, die hier stranden, die wissen nicht, wohin.